Diese Jungs hier, die sehen aus wie normale Fußballspieler. Sie sind aber alle verurteilte Straftäter, die gerade im Aachener Gefängnis einsitzen. Villa Kunterbunt heißt ihre Mannschaft, die wohl einzige Knastmannschaft in Deutschland, die auch bei richtigen Ligaspielen dabei ist, und zwar beim alternativen Fußball der bunten Liga. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, dürfen die denn überhaupt raus? Natürlich nicht. Dafür haben sie immer Heimspiel. Der Gegner kommt zu ihnen ins Gefängnis. Ins Gefängnis zu kommen, ist gar nicht so einfach. Dazu braucht man nicht nur viele Schlüssel, sondern auch Zeit und Geduld. Heute ist die Mannschaft der Kullen-Nullen zu Gast im Knast. Ein Spiel der bunten Liga, in der Fairness und Spaß im Vordergrund stehen. Für die Häftlingsmannschaft geht es noch um anderes. Unser Platz. Wir verteidigen hier unsere Würde. Unser Platz. Wir sind zwar im Gefängnis, aber wir zeigen dem, auch im Gefängnis haben wir eine Würde und können Fußball spielen. Okay? Während die einen noch ihre Taktik besprechen, stimmen sich die Gäste auf ihre Weise ein. Leberwurst auf dicken Stullen! Doping für die Kullen-Nullen! Auch wenn sie hier gegen verurteilte Straftäter spielen, ist es für sie doch nur ein normales Fußballspiel. Ein mulmiges Gefühl hat man eigentlich nur am Anfang, wenn man reinkommt, wenn man später wieder rausgeht. Die ganzen Türen, die dann aufgehen und hinter einem sich wieder schließen, das ist dann schon eher mulmig. Aber mit den Jungs hat man da weniger Berührungsprobleme dann, sag ich mal. Seit 17 Jahren nimmt die Mannschaft der Aachener Justizvollzugsanstalt an den Spielen der bunten Liga teil. Hat sogar schon den Pokal gewonnen. Auf dem Platz sind alle einfach nur Fußballer. Schiedsrichter gibt es nicht. Ob faul oder nicht, das regeln die Spieler selbst. In der ersten Halbzeit sieht es zunächst so aus, als hätten die Häftlinge alles im Griff. Aber so leicht lassen sich die Kullen-Nullen nicht unterkriegen. Für die Verantwortlichen der JVA sind solche Fußballspiele ganz wichtig. Ich mache das schon einige Jahre und ich habe auch festgestellt, dass viele von den Fußballern, die hier sind, in ostansässigen Fußballmannschaften auch wieder integriert worden sind, weil man sich auch untereinander schon kennt, aber wir auch Kontakte zu Fußballmannschaften in der Region haben. Am Ende gewinnen die Gastgeber mit 15:9. Ein Spiel im Gefängnis gegen Menschen, die wegen Drogendelikten, Vergewaltigung, Erpressung oder Mord einsitzen, ist nichts Alltägliches. Aber die Hobbykicker haben damit nur gute Erfahrungen gemacht. Es hat von Anfang an funktioniert, weil auf dem Platz macht es dann Klick und dann stehen sich 11 Spieler gegenüber und Fairness ist oberstes Gebot und es funktioniert. Zumindest für 2 Stunden sorgt der Fußball im Knast für ein Stück Normalität.